Ein, wie ich finde, sehr geiler Level. Und auch der einzige Level dieses Typs in diesem Spiel. Also das ist wirklich die Ausnahme. Ich glaube, zusammen mit Slippery Climb. Also diese beiden Level treten wirklich nur einmal in dieser Form auf, wie sie sind. Diese Level sind wirklich einmalig und die sind, muss ich sagen, auch wirklich. Also ich muss sagen, damals hatte ich enorme Schwierigkeiten mit Toxic Waste. Kick mit dem Mafia-Boss hier mal eben weg. Ja, ich habe sie damals, also es sind eigentlich Bären, Geschäftsleute, aber ich sage, habe damals schon immer Mafia-Angehörige dazu gesagt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach immer Mafia-Angehörige gesagt. Scheiße, das war meine Maske. So. Wer das Spiel Mafia übrigens kennt, der weiß wahrscheinlich auch warum. So. Ah, das erste Atomfass. Das sind diese springenden Fässer, die uns so entgegenkommen. Das hat dieses Level auch, muss ich sagen, sehr schwer gemacht. Also ich hatte mit diesen Atomfässern damals immer meine Probleme gehabt. Nur wegen diesen blöden Atomfässern. An denen bin ich immer so oft gescheitert. Oh. Das war nicht gewollt. Aber okay, wir haben jetzt zumindest die drei Tornaköpfe zusammen und können jetzt die Bonusrunde machen. Schnell! Boah. 64%. Und schnell speichern. Also ich muss wirklich sagen, ich bin mit den Fortschritten dieses Spiels wirklich zufrieden. Also wir machen hier einen Edelstein nach dem nächsten fertig. Ein Level nach dem nächsten mit einem Perfect. Also ich bin echt begeistert. Ich hoffe, ihr auch. So. Und der ist auch weg. Und wir haben das Ziel erreicht. Und kriegen wir einen Perfect? Perfect? Perfect! Jawohl! Ja! Ist das cool! Ah, ich feiere mich so ab, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Ich finde das richtig klasse. 65% und der blaue Edelstein. Das heißt, wir können jetzt gleich nochmal zur blauen Insel, ja. Ja, auch. Aber zur ersten Insel zurückkehren. Und können dort ein weiteres Level machen, nämlich Rolling Stones. Das läuft ja locker flockig hier von der Kante. Also, das ist nicht schlecht, ja. Doch, muss ich sagen. Finde ich gut. So, dann machen wir jetzt die Rolling Stones. Einmal die Pflanze wegschlagen. So. Kurz nochmal auf meinen Bildschirm wechseln. So. Damit er nicht wieder in den Standby-Modus wechselt. Das kennen wir ja schon. Ja, diese Trampolinkiste oben, die nehme ich übrigens aus dem einfachen Grunde mit, wegen dem Dr. Nitros Brio-Kopf. Weil wenn wir diese Kiste nämlich nicht mitnehmen würden, komplett, würde uns dieser Kopf nämlich fehlen. Das wäre nicht so gut. Ich habe euch zwar diese Runde schon mal gezeigt, aber diese Runde mache ich gerne nochmal. So, jetzt geht das wieder los. Das ist übrigens auch so ein kleines... Scheiße. Ein kleines Problem, was die TNT-Kisten und später übrigens auch die Nitro-Kisten haben. Nicht wahr, Dave? Das Problem dürftest du ja kennen. Damit einen herzlichen Gruß an Dave Durden TV. Mit den TNT-Kisten. Wenn man sich da nämlich zu weit entfernt oder auch bei den Nitro-Kisten und man hat Holzkisten und in der Nähe, dann kann es passieren, dass diese, wenn man außerhalb der Reichweite ist, nicht mit explodieren. Man würde diese Kisten praktisch dann vergessen. Wäre nicht so gut. Deswegen rate ich jedem, der vorhat, irgendwie die älteren Teile von Crash zu spielen, spekuliert nicht drauf, dass die Holzkisten mit zerstört werden. Zerstört sie lieber mit. Das ist besser. Weil, wenn ihr spekuliert, was die Holzkisten angeht, das läuft nur zu eurem Nachteil aus. Ihr vergesst dann die Kisten und ärgert euch dann hinterher. So. Der blaue Edelstein hat uns jetzt hier hingebracht.
Ich muss sagen, also der blaue Edelstein gefällt mir von allen bunten Edelsteinen am meisten. Also das ist mein absoluter Lieblingsedelstein, muss ich sagen. So. Damit sind wir auch schon fast wieder am Ende unseres Levels. Wir müssen jetzt nur noch die Bonusrunde von Dr. Nitrus Brio machen. Und dann haben wir dieses Level auch geschafft. So. Das kennt ihr ja schon, das Spiel. So. Ich sammle so gerne Leben, obwohl ich sie gar nicht brauche. Ja. Ich habe ja 99 Leben, es ist mir noch nicht genug. Ich will noch mehr Leben. Finde ich übrigens schade, dass es nicht über 100 hinausgeht, dass das immer bei 99 stehen bleibt. Wir haben noch ein Perfect. Super. Wir haben jetzt über die Hälfte der Edelsteine. Das ist wirklich super. Das Gesicht von Crash ist einfach einmalig. Übrigens, was ich noch dazu sagen muss, es gibt ja von Crash, wie ihr vielleicht wisst, mehrere Versionen. Also ich spiele hier gerade die europäische Version. Aber neben der europäischen Version gibt es noch die amerikanische Version und die japanische Version. Und bei der japanischen Version bei Crash 1 gibt es auch einige, ja, was heißt einige, also es gibt wenige Änderungen. Falls ihr euch für die japanische Version von Crash 1 interessiert, kann ich euch nur den Kanal von Rick empfehlen, der ja in meiner zweiten Session zu Gast sein wird. Der ist Super Flash Crash. Und wir machen jetzt den nächsten Boss. Den Mafia-Boss, im wahrsten Sinne des Wortes. Pinstripe. Pontoro, oder wie der heißen soll. Hier gibt es übrigens einen kleinen Trick, den ich jetzt gerade anwende. Man kann ihn nämlich beim ersten Mal mehrere Male treffen. Hier sieht man rechts ein Gemälde von seinem Boss, von Dr. Neo Cortex, dem Hauptverantwortlichen. So, jetzt können wir ihn schlagen, wo seine Maschinenpistole oder Maschinenpistole Ladehemmung hat, können wir ihn schlagen. So, jetzt ballert er erstmal wieder wie ein Bekloppter rum. Jetzt hat er wieder Ladehemmung und wir können zuschlagen. So, wieder in die Ecke. Ich gehe in die Ecke und schäme mich. So, jetzt ballert er wieder und freut sich einen Kicks dabei. Und wir können ihn töten. Jawohl. Na, er ist nicht wirklich tot, aber er ist besiegt. Das war ein weiterer Crash Bandicoot Boss. Und wir können nun weitergehen. Jetzt kommt The High Road. Ein Level im Stile von Road to Nowhere. Mit einer kleinen, dezenten Änderung. Man kann jetzt nach hinten gehen. Denn dort gibt es noch ein paar Kisten, die wir mitnehmen sollten, wenn wir den Edelstein haben wollen. Kriegen nebenbei auch noch ein paar Leben. Wunderbar. So. Es ist einfach unglaublich. Ich bin immer noch in der ersten Session und wir haben schon fast es bis zur Slippery Climb geschafft. Das ist echt unfassbar. Also Slippery Climb, zur Erklärung, ist das nächste Level, was auf uns zukommt. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie ich mich da anstelle. Das ist ja das Level schlechthin, wo Alex die meisten Schwierigkeiten in seinem Let's Play zu Crash 1 hatte. Und wo er auch den meisten halten Respekt vor hat. Aber wer vor allem Alex Stream verfolgt hat, der dürfte wissen, was ich meine. So. Die Schildkröten schlagen wir einfach mal weg. Und ein weiterer Tornerkopf. Sehr schön. Auch hier können wir wieder speichern. Das freut mich doch. Einmal das Wildschwein überwinden, das wir vorher geritten haben. Noch eins dieser Sorte. Wildschweine auf der Brücke, ja. Ich weiß normalerweise nur, dass sie in Wäldern vorkommen, aber auf Brücken, ja, okay. Spiellogik halt. Genauso auch Schildkröten, die kommen normalerweise auch nicht auf Brücken vor, aber okay. Das ist eben die Spiellogik, mein Gott. Das ist nicht so schlimm. So. Hier sind haufenweise leere Panzer von Schildkröten.
Ah, der dritte Tornerkopf. Und eine weitere Bonusrunde. Und ich sehe gerade, ich nehme bald 45 Minuten auf. Cool. Also Slippery Climb werden wir auf jeden Fall noch schaffen, denke ich. So. Oh, hauwa. Ja, auch die Tornerrunden nehmen langsam eine härtere Schwierigkeitsstufe an. Ihr merkt es. Jo, einfach mal stumpf abgestürzt. Auch schön. Einfach mal stumpf abgestürzt. Ja. Auch mir passiert das mal. Aber ist nicht so schlimm, wie gesagt. Nee, es wird auch noch ein paar mehr Tornerrunden geben als diese eine, also von daher. So, und auch dieses Level haben wir nun geschafft. Und wir kriegen ein Perfect! Jawohl, noch ein Edelstein! Alter Spiel! Es regnet Edelsteine. Das Gesicht von Crash ist einfach einmalig. Ein Bild für die Götter, echt. Es ist einfach nur einmalig. So, jetzt kommt das Albtraum-Level schlechthin von Alex Flattermann 85. Slippery Climb. Ja, es wird regnerisch, liebe Freunde. Mal sehen, wie wir uns da anstellen. Und auch hier muss ich sagen, die Musik, die Atmosphäre, einfach der Hammer. Ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, wie oft wie ich mich wiederhole, aber es ist einfach immer wieder eine Erwähnung wert. Wie geil sie das damals hingekriegt haben. Wenn ich mir die heutigen Spiele von Crash so ansehe, waren diese echt die besten. Und ich bin sicher, die meisten Leute der älteren, ja, Generation, sag ich mal, die die ersten Teile erlebt haben, die dürften wissen, wie ich das meine. Jawohl, ich bin draufgekommen. Ha! Einmal den Pleitegeier da weghauen. Und wir haben hier wieder einen Dr. Nitros Brio-Kopf. So. Grabbel nicht nach mir. Ihr Grabbler! Fasst mich nicht an! So. Damit haben wir die auch weg. In diesem Level übrigens gibt es nur einen einzigen Checkpoint. Was ziemlich heftig ist, muss ich sagen. Aber da die Checkpoints uns eigentlich sowieso nichts bringen, ist es auch okay auf der einen Seite. Dann hätte man sich eigentlich auch diesen einen Checkpoint hätten sie sich eigentlich auch sparen können eigentlich. Aber okay, ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie eure Meinung ist. Ich sehe das so. Jawohl. Und die Treppe fährt sich im richtigen Moment aus. Sehr schön. Hier haben wir wieder diese Fach-Ein- und Ausfahrgeschichte. Ich sag schon Fächer dazu. Ich meine natürlich diese Plattformen, die sich ein- und ausfahren. Ihr kennt das ja schon aus The Lost City und Sunset Vista. Und hier übrigens können wir einen weiteren bunten Edelstein bekommen, nämlich den roten, den ich schon im ersten Teil der ersten Session erwähnt hatte. Den gibt es hier. Wobei das, ich glaube, in der japanischen Version ist das anders. Da gibt es den roten Edelstein woanders. Ich glaube, da gibt es den bei The Lost City. Ich weiß es aber nicht genau. Da müsste ich mal den Super Flash Crash fragen, wenn er in der zweiten Session bei mir zu Gast ist. So. Treppe ausfahren. Sehr schön. So. Einmal den Pleitegeier weghauen. Einmal den weghauen. Einmal den weghauen. So, und dann kriegen wir den zweiten Embryos-Kopf zusammen mit einem weiteren Leben, das wir sowieso nicht brauchen, aber egal. So. Ja, diese Stacheln sind auch gemein. Krabbelfinger weg! Krabbelt woanders! Eine Maske und eine weitere Bonusrunde von Dr. Nitros Brio, was übrigens seine letzte ist, meine ich. Scheiße! So hatte ich das nicht geplant, aber okay, kann passieren.
Geplant deswegen, weil ich die Bonusrunden von Dr. Nitros Brio noch so gut kenne. Also bevor ich angefangen habe, Crash zu spielen, hat mein Vater damals Crash gespielt und er hatte immer Schwierigkeiten bei diesen Bonusrunden. Und ich bin gestorben. Nein! Übrigens, dieser Teil zählt mit als Bonusrunde. Das heißt, wir müssen es deswegen nochmal machen.